Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kartenchaos. Heute mit dem Jonathan und dem Bram. Und unsere Challenge ist es heute, in Afrika über Google Street View die folgenden 10 Dinge zu finden. Nur in Afrika. Ein Easy Bild Snack. Ohne Häuser, Fahrzeuge und Menschen, außer der Person, die die Kamera hält. Dabei haben wir schon eingeschränkt, so man darf nicht irgendwie krass auf den Boden gucken, man darf nicht zoomen irgendwo, damit du das nicht siehst, sondern einfach so, muss das halt vernünftig machen. Da ist halt nichts. Nicht schießen. Ja, genau. Eine Flagge von Gabun. Darfst du googeln, Peter? Was ist Gabun? Ich hab die auch gegoogelt. Blau, grün und gelb ist sie, glaube ich, ne? Blau ist der Enzian. Ich würde, wenn du oben anfängst, grün, gelb, blau. Ja, okay, genau. Ich weiß nicht die Reihenfolge, aber grün, gelb, blau, ja. Wo ist ein Gabun überhaupt? In Afrika, Peter. Okay. Das ist bei deinem Namibia. Alter, ich hab's gefunden. Kongo. Ja, viel Spaß gefunden. Dann beim Raussuchen von den Punkten, die da gibt. Die sind nicht so viel. Ja, wenn wir hier einmal Street View anklicken, seht ihr schon, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben ein bisschen in Kenia, wir haben viel in Südafrika, wir haben noch was in Ghana, in Senegal und in Tunesien und in Marokko. Wir haben uns auf das Festland geeinigt, also hier so die Inselchen fallen alle weg. Und genauso wie Madagaskar. Der afrikanische Großkontinent. Genau. Dann suchen wir ein Bild mit 3 Schriften. Ein Wasserfall, ein Pinguin. Aber darf auch mehr Schiffen, als ein Pinguin nicht sein. Schriften. Ne? Schiffen. Achso, mit 3 Schiffen. Oh, lol. Da steht Schiffen. Jo, stimmt. 3 Boote. Schiffen. Ein Wasserfall, ein Pinguin. Wie gesagt, mehr als ein Pinguin ist auch erlaubt, oder? Ja. Okay. Aber es muss ein. Also. Übliche Sache, ne? Es muss halt ein lebender Pinguin sein und nicht irgendwie so ein Bild nur. Ja, Pinguine gibt's da, ja. Ein Schild, wo mindestens 3 verschiedene Sprachen draufstehen. Da, deswegen habe ich mich vertan, okay. Eine Pyramide, die nicht in Ägypten ist. Eine Person, die angelt. Jay darf nicht nach Holland. Offelkopter. Ein Kaktus und eine McDonald's-Filiale. Das wird easy Snack. 20 Minuten Zeit haben wir dafür. Wer nachher die meisten findet, der gewinnt. Seid ihr ready? Bis gleich. Okay, let's go. Also, ich hatte tatsächlich überlegt, meinen Honeymoon mit Honey in Südafrika zu machen, weil das auch Timo macht mit seiner Frau und die uns gefragt haben, ob wir nicht mitkommen wollen. Eigentlich wollten wir nach New York und so, aber jetzt haben wir überlegt, vielleicht wollen wir auch nach Südafrika. So, und da gibt es so eine ganz bestimmte Route, die wohl bei Touristen sehr beliebt ist. Und das ist die Südverbindung ungefähr zwischen Kapstadt und Port Elizabeth. Und da müsste es Pinguine geben. Es ist die Frage, wo? Ja, ein Fest, nicht hier. Was war das erste? Ein Bild ohne Häuser, Fahrzeuge und Menschen. Okay, das hat ja schon mal nicht funktioniert. Nicht mal ansatzweise. Klar, ich kann in den Himmel gucken, aber das ist ja Quatsch. Okay, wo sind die Pinguine? Wo sind die Pinguine? Ich weiß es leider nicht. Hier ist ein Beach. Ich habe mir dann über Südafrika Videos angeschaut. Ach so. Hier haben wir aber auf jeden Fall schon mal die 1 abgehakt, würde ich sagen, ne? Also müssen wir ein bisschen nach rechts gucken und dann sehe ich weder Häuser noch Fahrzeuge noch Menschen, sondern einfach eine Insel, die scheinbar unbebaut ist. Oder sind das da oben Gebäude? Ich würde sagen, nein. Das sind keine Gebäude. Okay, geht los in 3, 2, 1, Klick. Okay, die Flagge von Gabun. Da bin ich ja ganz ehrlich. Mein erster Gedanke war natürlich, dass das hier irgendwo ist. Da, am Port. Das war sehr simpel. Das war unendlich easy, muss ich ja mal sagen an dieser Stelle. Dann läuft meine Zeit ab jetzt. Okay, also fangen wir direkt mit Gabun mal an. Ne? Gabun hat ja nicht viel. Libreville. Ist vielleicht die Hauptstadt von Gabun. Easy Snack. Okay, da habe ich jetzt mal übel Lack gehabt. Wo sind denn die scheiß Pinguine? Im Nationalpark bestimmt. Hier ist ein Nationalpark. Oh, das ist aber ganz schön grün. Das ist belastend. Ich sehe hier auch keine Schiffe, by the way. Okay, vielleicht sollte ich die Pinguinsuche hinten anstellen. Also, vielleicht suchen wir 3 Schiffe. Da haben wir hier Port Elizabeth. Da müsste es ja hier einen Harbor, aka Hafen, geben. In diesem Hafen müsste es ja Schiffe geben.
Okay, ich sehe keine Schiffe. Das ist ganz schön belastend. Okay, hier sind Schiffe. Wie viele Schiffe sind das? Ich sehe ein Schiff, das rote. Ich sehe ein Schiff, das weiße. Und ich sehe ein Schiff hier vorne. Also würde ich sagen, hier haben wir drei Schiffe. Ein Bild mit drei Schiffen drauf. Weißt du? Okay, eine McDonald's-Filiale. Wo dürfen wir denn... Pretoria, Port Elizabeth, Kapstadt hat bestimmt McDonald's, oder? Aber Seafood... Da, McDonald's Drive-Thru. Da, bumm. Können wir da hin? Eine McDonald's-Filiale. Geil. Kein Haus, Fahrzeug und Menschen. Das geht hier in dem Ausschnitt, glaube ich nicht. Aber vielleicht drei Schriften? Ah. Drei verschiedene Sprachen ist das, ne? Nee, ja, das ist hier, glaube ich, Französisch, Gabun, ne? Introduction? Ja, okay, kannst knicken. Okay, aber Gabun haben wir die Flagge immerhin. Ne? Das ist ja schon mal easy. Dann würde ich tatsächlich sagen, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, irgendwo war ich in Mali oder sowas. Hier so, zack, da ist jetzt nichts. Oh. Okay, das ist nicht nichts. Flagge von Gabun, Bild mit drei Schriften drauf. Bild mit drei Schriften drauf. Das wird wahrscheinlich in Südafrika nicht passieren. Ah, ne, drei Schiffen drauf. Haben wir ein Bild mit drei Schiffen drauf? Oh, lol. Ich habe drei Schiffe gesucht. Oh Gott, wie dumm. Wasserfall, Pinguin. Person, die angelt, Kaktus. Okay, McDonald's-Filiale. McDonald's-Filiale könnten wir hier mit Sicherheit finden in Südafrika. Da ist KFC Albany Road. Dann kann McDonald's doch nicht weit weg sein eigentlich. Snack Center. Old Grey Club. Wait, da ist noch ein KFC? Als ob die hier zwei KFCs haben und ich sehe keinen Mc's. Dann nehmen wir ein Schild, ein Kaktus, ein Wasser, ein Pinguin. Moment, ein Pinguin. Gucken wir uns hier unten an der südlichsten Spitze an. Southern Tip of Africa. Da. Vielleicht... Oder auch nicht. Ein Bild ohne Häuser, Fahrzeugen und Menschen. So. Ich habe ja bei... am Anfang des Jahres war ja in Südafrika das Dschungelcamp. Da habe ich mich ein bisschen zumindest damals rausgesucht, wo das war. Und das war hier irgendwo. Ich meine, war das der Kruger Nationalpark sogar? Oder war das hier irgendwo? Scheiße. Die hatten auf jeden Fall Wasserfälle. Das Ding heißt Falls. Deswegen hoffe ich mal, dass da einfach ein Wasserfall dazu sehen ist. Das ist doch ein Wasserfall. Das ist doch nice. Ist hier eine Person, die angelt zufällig? Nee. Aber wenn ich mir das hier so angucke. Kein Haus, kein Fahrzeug und kein Mensch drauf. Wenn ich das hier so richtig sehe. Ich bin komplett... Okay, jetzt bin ich komplett rausgezoomt. Ja. Kann man wohl nehmen, oder? Und ich habe den Wasserfall. Ich kann sogar das hier nehmen. Easy Snack. Okay, da ist der Airport, ja? Die werden ja wohl eine McDonald's-Filiale im Airport haben. Da ist noch ein KFC! Ich habe schon drei KFCs gefunden und noch keinen Mc... McDonald's Beach Road Drive-Thru. Ja, da haben wir die südafrikanische McDonald's-Filiale direkt am Strand. Perfekto. Haben wir. Person, die angelt. Wird hier wohl geangelt. Hier ist Beach. Hier sind mehrere Beaches. Da ist ein Schiffswrack. Da ist ein Dude. Können wir da vorne? Können wir da hin? Das hier, diese Lagune. Das sind Pinguine. Sind das Pinguine? Ne, das sind keine Pinguine. Sind das Pinguine? Nee, Pinguine sind viel größer und watscheln so ein bisschen anders, wa? Das mit den Sprachen wird halt richtig schwer, glaube ich. Ich glaube, da muss irgendwo in Kapstadt sein. Hier, wir gehen mal in den Hafen. Ist sich da ein Bild mit drei Schiffen? Ich würde sagen... Ein Schiff... Non-Schiff. Wir haben ja gesagt, über mindestens, ne? Also, ne? Sieht nicht aus wie die große Angelei hier. Ehrlicherweise. Okay. Dann gehen wir uns vielleicht mal raus aus Südafrika und suchen
Gabun. Flagge von Gabun. Wie ich gerade gelernt habe, ist Gabun ein Land, was westlich vom Kongo ist. Hast du Street View? Da oben in Libreville ist ein bisschen. Das könnte sogar natürlich theoretisch die Hauptstadt sein. Okay. Okay, okay. Das ist jetzt nicht qualitativ die hochwertigste Aufnahme aller Zeiten. Das ist eine Angel. Fuck. Das ist ja hart belastend. Das ist ja hart belastend. So, ist da. Da läuft einer. Alter, als wenn ihr darüber gelaufen seid. Wie wahnsinnig seid ihr bitte? Holy moly, Alter. Ihr habt voll einer der Waffe, dass ihr darüber gelaufen seid. Aber hey, okay, müsst ihr ja wissen. So, was haben wir hier vorne? Pinguin oder einen Angler zufällig hier am Start? Leider nicht. Wo könnte man denn wohl angeln? Angelt man hier? Sieht nicht so aus, als ob man hier angeln könnte. Wo könnten denn Pinguine sein? Das sind Robben, oder? Oder Seelöwen. Also ich kann mir ja vorstellen, dass die hier irgendwo sind. Angler! Angler! Das sieht man. Ja, man sieht hier diesen kleinen Strich. Ja, Angler. Safe call. Nice. Moment, eine Person, die angelt. So. Die angelt. Gehen wir die Punkte doch mal ab. Yo, moin, Alter. What the shit? Holy fuck. Wo sind wir jetzt gelandet? Irgendwo im Shop. Verkauft ihr zufällig eine Flagge? Ich find's geil, dass du halt einfach bei Google Maps einfach so, ja, ich leg mich jetzt hier irgendwo hin und auf einmal stehst du in einem Shop in einem Land, wo du bis gerade noch nicht wusstest, dass das existiert. Das sieht aus wie eine Hotelrezeption. Habt ihr nicht irgendwo vielleicht eine Landesflagge aufgehängt? Ihr seid doch bestimmt patriotisch. Ein Bild mit drei Schiffen. Moment, wo können wir denn hier was machen? Wo haben wir denn da in Kairo? Ist das ein krasser Hafen? Du bist ein Hafen, oder? Kriegen wir da was? Ja, da haben wir was. Golden Way Ship. Da vielleicht? Also hier angeln ganz viele. Der angelt auf jeden Fall. Eine Person, die angelt. Ein Zoo. So, was ist denn wohl... Ah ja, Kapstadt ist ja riesengroß. Okay, das ist, glaube ich, hier der Hauptbereich. So, wo ist denn wohl hier ein Zoo? Im Walpark vielleicht. Nicht so aus. Ah, warte, Moment, wo habe ich das Ozean... Da, Ozeanisches Museum. Hab Pinguin. Hab ein Pinguin. Können die Pinguine haben? Schwierig. Bringt natürlich nichts, wenn ich da nicht den richtigen Punkt kriege. Aber hier sind auch keine Bilder von Pinguinen. Okay, ich gehe nochmal weiter. Ich muss auch die drei verschiedenen Sprachen... Oh, warte mal, drei verschiedene Sprachen? Ich gehe nochmal rein. Boah, das ist aber schon schwer mit den drei verschiedenen Sprachen. Das ist alles Englisch. Sprechen die Englisch in Südafrika? Er hat halt gesagt, so, das ist doch teilweise Holländisch. Okay, gehen wir hier beim Hospital. Ich muss mich jetzt durcharbeiten. Große Kirche. Hier vielleicht? Ja, das ist ein Vorlesungssaal. Keine Kirche. Gehen wir weiter. Oh. Also, das kann man zählen lassen, meine ich. Aber da kann man auch drüber streiten. Das war halt, das sind halt die Farben des Landes. Ach, da waren wir schon drin. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Interesting. Okay. Interesting. Ich glaube, ich gehe mal mit den Mülltransportern. Und wenn das nicht funktioniert, dann eben nicht. Aber ich will jetzt hier nicht die restliche Zeit hier chillen. Das ist ein Schiff, wa? Das ist auch ein Schiff. Heißt, wenn ich so mache. So. Eins, zwei und drei.
oder so. Falls das kein Schiff ist, dann so. Weil... Das ist auf jeden Fall ein Schiff, ja. Dann so. So oder so. Jetzt habe ich beide Bilder gemacht, auf jeden Fall eins davon hat nur drei Schiffe. Okay, aber vielleicht, wie gesagt, wo ist denn der Flughafen? Da! Na, oh, wo ist der Eingang? Lol, die haben ja sogar noch das Bild da drin hängen. Geil, der wird gerade frisch gebaut. Der ist natürlich super. Jetzt muss ich ein Schild, wo mindestens drei verschiedene Sprachen draufstehen. Einfach so Werbung. Eine Pyramide, die nicht in Ägypten ist. Ist ja dann wahrscheinlich eher in den Trockenbereichen. Weil ich weiß nicht, wo die hier noch Pyramiden gebaut haben. Ich weiß nicht, ob die in Tschad Pyramiden haben. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich habe keine Ahnung. Oh, what the fuck? Das sieht ja computergeneriert aus. Ich glaube, das ist fake. Okay. Also, wenn, dann doch wahrscheinlich um Ägypten rum, also Nachbarländer. Wieso kann ich denn da nicht draufsetzen, Mann? Vielleicht finden wir dann noch was von dieser Kultur. Oh. Okay, interesting. Nicht das, was ich gesucht habe, aber cool. Wir brauchen einen Wasserfall. Moment, wo sind wir denn? Wo ist denn Äthiopien? Da, Äthiopien. Ich meine, hier gibt es doch irgendwo... Wo ist denn der Nil? Wo ist der Nil, wa? Weiter. Da gab es keine. Was haben wir noch? Eine Pyramide, ein Schild, wo mindestens drei verschiedene Sprachen draufstehen. Ich könnte mir vorstellen, gibt es hier... Da, bei am Port. Moment, ganz kurz. Ich könnte mir vorstellen, dass hier bei so einem Ding so ein Schild gibt, wo dann einfach so in mehreren Sprachen draufsteht für Touristen, weißt du, so... Jo, bedienungsanleitungsmäßig. Hier ist Film verboten, so mäßig. Eine Pyramide, die nicht in Ägypten ist. Halt irgendwo hier Kaktus. Kaktus sollte ich auch nochmal suchen, ne? Was ist das denn? Das sieht aber nach einem nicht echten Ort aus. Ich gehe nochmal in den gleichen rein. Oh. Ich sehe irgendwelche Säulen. Irgendein Tempel. Oh, Kamele. Das ist alles belastend. Ich meine, das ist hier einfach nur ein random durch die Gegend klicken gerade für mich, weil ich halt legit keine Ahnung habe, wo noch Pyramiden sein könnten. So eine Kacke. Okay, ein Kaktus. Eine Person, die angelt. Ich will jetzt noch so einen fucking Pinguin finden, ey. Das gibt's doch nicht. Irgendwo hier unten. Mossel Bay, vielleicht. Nee, das ist ja eine Riesenstadt. Das ist ja Quatsch. Viele Private Nature Reserves. Das sind ganz schön viele Private Nature Reserves, muss ich mal sagen. Entschuldigung. Mann, ey, ich habe mir auch so ein Video angeguckt und dann haben die auch da Pinguine gesehen. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwo auf der Garden Route halt. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr hundertprozentig, wo fucking Garden Route überhaupt ist. Wo gibt's Kakteen? Da. Da nicht. Da. Da nicht. Da? Mittendrin? Ja, was ist das denn? Eine Planstadt einfach. Okay. Da. Wow. Ein Schild mit mindestens drei Sprachen. Ist aber richtig. Gibt Kakteen vielleicht eher hier? Tja. Jetzt. Die sieht noch nicht so aus. Ich bin Kaktusgemüde. Da haben wir noch einen Punkt. Das könnte schon mal eine Pyramide gewesen sein. Aber ich glaube, es geht halt schon darum, dass das eine offensichtliche Pyramide ist, ne? Und nicht halt so scheiß Ruinen überall. Hä? Tja. Bin schon ziemlich den Nil runtergefahren, ne?
Weiß natürlich nicht, wie lange da die ägyptische Kultur geht. Oh, hübsch. Alter. What the fuck? Ja, schrecklich, solche Zustände zu sehen, ey. Ach nee, jetzt bin ich ja wieder in Ägypten. Wobei, in Ägypten können ja auch andere Sachen suchen, aber halt nicht die Pyramide, die wir so dringend brauchen. Ha! Das ist ein Kaktus. Und das ist ein Kaktus. Natürlich eher so in der Gärtner. Und da ist auch ein Kaktus. Nice. Das ist gut. Das ist gut. Das ist nice. Okay, dann haben wir das schon mal. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 3 Minuten. Okay, was könnte ich denn noch suchen? Eine McDonald's-Filiale. Komm, die finde ich noch irgendwo in Kapstadt. Mc's. So eine Scheiße. Da ist auch irgendwo so ein Nature Resort. Ach so, ja, aber da gibt es keine... Nee, vergesst das. Hier wird es schon sehr industriell wieder. Ah, das war schon... Ey, ich habe mich hier voll in Südafrika verloren. Was ist das denn? Das ist jetzt halb gut gelaufen, sag ich mal. Ich sag so, wie es ist. Ich glaube, auf dem afrikanischen Kontinent gibt es keine Kakteen. Ein Schild mit 3 Sprachen. City Square. Office of the Deputy President. Irgendwo da vielleicht? Aramp House Annex. Office of the Deputy President. Ein Wasserfall. Und da kamen wir auf jeden Fall gut. Hier vielleicht an genau dem Punkt. Nein. Belastend. Guck mal, wie viel die anderen haben. Nicht so mein Land, wo ich sagen würde, da muss ich mal hin. Alter, ich glaube, da oben ist halt schon wirklich, das sieht sehr touristisch da oben aus. Hier der Bereich. Aber irgendwie finde ich da kein Meckes. Ja! Nein! Du Hurenspiel! Das ist alles hier Tourismus. Aber halt kein fucking Meckes. KFC. KFC. Überhaupt was? Die Scheiße. Fuck my life. Wieder nach Johannesburg. Hier ist wenigstens. KFC? McDonald's. Oh mein Gott. Ich habe noch 10 Sekunden Zeit. So, jetzt sind hier noch verschiedene Sprachen. Sieht nicht so aus. Aber immerhin haben wir noch da Meckes gefunden. Mal gucken, wie gut die anderen waren. Das war gar nicht so einfach. 20 Minuten sind um. Ja. Das fand ich schwer. Ich fand das auch schwer. Das fand ich auch schwer. Ich bin zu der offiziellen Erkenntnis gekommen, in ganz Afrika gibt es keinen Kaktus. Ja, das muss ich widersprechen. Das ist ein Fake gewesen bei dir bestimmt. Ich habe keinen gesehen. Also ich habe 3 verschiedene in einem Ausschnitt gesehen. Habe ich aber Glück gehabt. War in einem Garten. In einem Garten? Ja. Aber da habe ich sie gefunden und nicht in der Wüste. Wo man vielleicht okay. Guckt. In afrikanischen Wüsten existiert kein Kaktus. Das haben uns Disney-Filme haben uns das weiß gemacht. Das ist natürlich vielleicht was anderes. Da kann ich dir bislang zustimmen bei denen. Oh Mann, ja gut. Ja, Scheiße, das erste ist ein Bild ohne Häuser, Fahrzeuge und Menschen. Das war noch einfacher. Das war tatsächlich relativ einfach. Ja, ich hatte einen Wasserfall drauf. Oh, okay. Zwei mit einer Klappe geschlagen, 2 Fliegen. Das ist richtig. Flagge von Gabun. War mein First Try, erstes Bild instant. Hatte ich auch. Ich dachte, okay, Libreville, das sieht aus wie die Hauptstadt. Vor Gabun im Wasser sind so 3 Punkte und da habe ich drauf gedrückt und dann war es direkt an so einem Hafen und da wehten dann halt an dem Hafen die Landesflaggen von Gabun. Alter. Ich habe halt auch so einfach Libreville sieht aus wie die Hauptstadt oder sowas. Dann habe ich einmal das Männchen reingesetzt und instant. Ist da so, sind da so da wieder, ganz viele afrikanische Flaggen. Ich hab einen anderen Punkt genommen, jetzt in Libreville gesagt. What the fuck, ich bin in Libreville fast alles durchgegangen und ich hab Also ich finde die ganze Zeit, es gibt so gar nicht so viele Punkte. Ja, deswegen, und ich bin die alle durchgegangen, Mann. Ja, außer den zufällig, den ich immer kriege. Ich hab einen gefunden, das war eine Müllhandel, war das.
Und bei der Müllhalde sind die Müllsachen, also die Mülltransporter, in der Flaggenfarben eingemalt. Aber das ist halt keine Flagge, sondern das sind die Müllautos. Ja, das ist belastend. Das ist ärgerlich, sowas. Ich finde immer noch keine. Wo ist denn der Punkt? Der ist, pass auf, den ich suche nochmal, ob ich den jetzt wieder hinkriege. Der ist, glaube ich... Nee, das ist der nicht. Jetzt finde ich den natürlich auch nicht, wenn ich den raus... Also, wo ich ein bisschen rausgezoomt habe, dann war das ein einfacher. Okay, vielleicht habe ich zu nah reingezoomt. Da ist er. Ja. Pass auf, ich habe ihn. Du musst also relativ nah reingehen. Ja. Libreville, so. Und dann hast du an der Küste, da gibt es das Start Complex Omnisport. Moment, ist das... Das ist ein Stadion. Das ist ein Stadion. Ist das mehr im Norden oder mehr im Süden? Das ist so ziemlich... Also unter Libreville, unter dem Schriftzug Libreville. Wenn er noch aus... Ah, nee, sobald du einmal reinzoomst, ist es zu weit. Dann siehst du das Startkomplex nicht. Wenn du einen tiefer reingehst, siehst du das Startkomplex. Aber du siehst noch Libreville. Das sehe ich jetzt. Dann siehst du aber das Stadion nicht mehr. Siehst du Petit Paris. Ah, Stade komplexere Omnisport? Ja. So, ja. Und dann machst du jetzt da mal quasi dein Google-Männchen hin und dann hast du das Village der Artis. Ja. Nee, das Konsulat General de France. Oh mein Gott. Alter. So, das war das erste, was ich zufällig drin hatte. Alter, ich bin alle fucking Hurenpunkte abgegangen, ey. Also, das war gar nicht so schwer. Außer den. Ja, ist halt außer echt den. So, unfassbar. Okay, ja gut, hab ich nicht. Ihr beide scheinbar schon. Ein Bild mit drei Schiffen drauf. Ich war mir nicht sicher, ob das wieder so ein Ding ist, dass man drei auf jeden Fall also mindestens haben muss oder nur haben darf. Ich hab beides hingekriegt. Ich habe auch beides hingekriegt. Moment, aber es muss ein Bild sein von drei Schiffen und nicht drei Schiffe. Moment, ich habe drei Schiffe genommen. Ein Bild mit drei Schiffen? Ach so. Ja, stimmt. Ein Bild mit drei Schiffen ist so möglich. Also okay, ist natürlich möglich. Okay, stimmt. Irgendwo, man hätte auch interpretieren können, dass man ein Bild findet auf den drei Schiffen. Ich habe jetzt auch nicht ein Bild irgendwo gefunden, was anhing ohne Häuser, Fahrzeuge und Menschen. Das stimmt, okay. Drei Schiffe habe ich auch. Also genau drei Schiffe. Aber dann habe ich kurz überlegen, aber muss ich jetzt ein Bild suchen? Aber nee. Okay. Also du musst halt einen Ausschnitt haben. So habe ich das immer interpretiert. Ja, okay. Ja, so habe ich das auch gemacht. Okay. Ja. Dann ein Wasserfall. Nee. Ja. Nee. Ja, stimmt. Er hat ja schon gesagt. Ich habe auch schon erzählt, beim Dschungelcamp habe ich geguckt, wo das ist. Und das ist irgendwo im Nordosten von Südafrika. Und da gibt es halt da, wo so ein bisschen grün ist, da ist halt viel Wasser und viel Wasserfälle. Und da gibt es halt viele Wasserfälle. Da habe ich halt einen gefunden. Cool. Ein Pinguin. Ich war im Süden überall, aber ich war in der falschen Süden. Dann habe ich gerade mal Pinguin eingegeben, Südafrika, und dann habe ich direkt was gefunden, in Boulders Beach. Da gibt's sogar kannst du sogar Pinguin-Watching, wenn du nah genug reinzoomst, gucken. Aber habe ich halt nach der Dingens geguckt. Ich habe es leider auch nicht gefunden, muss ich sagen. Obwohl ich extra mir vor kurzem erst ein Video angeguckt habe über den Süden von Südafrika und da sind Pinguine, aber ich habe sie einfach nicht gefunden. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Also hätte man machen können, haben wir aber nicht geschafft. Ja, okay. Dann ein Schild, wo mindestens drei verschiedene Sprachen draufstehen. Unmöglich. Habe ich auch nicht. Unmöglich. Ne, unmöglich ist das nicht. Ich habe versucht nach Museum und so, wenn dann diese Eintrittsschilder stehen, weißt du, wo dann in 15 Sprachen draufsteht, bitte Kopfhörer aufziehen oder so. Ja, da steht, ja, okay, verstehe ich. Aber dann hast du immer, entweder hast du nur Französisch oder du hast nur Englisch. In Südafrika scheint man nur Englisch zu sprechen. Gefühlt. Ich wollte halt einen Flughafen oder so finden, aber da habe ich einfach nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, ganz Afrika hat auch keinen Flughafen, genauso wenig wie Kakteen. Ja, da musst du immer hinlaufen. Ja. Okay, dann eine Pyramide, die nicht in Ägypten ist. Ägypten hat Pyramiden, alle anderen Länder in Afrika besitzen keine Pyramiden. Also ich bin den Nil entlang gegangen. Ja, ich und auch. Da sind dann so, jetzt müsste ich das so noch so Bauwerke im Sudan, ne? So Bauwerke, die auch ägyptisch die aussehen. Sie sehen aus wie so Tropfen. Tropfen? Ich habe Säulen gesehen. Nee, nicht Säulen. Das ist schwer zu erklären. Ich habe auf jeden Fall keine Pyramiden gefunden. Das ist... Pass auf. Das sind Pyramiden, Jay. Ja, ihr müsst jetzt mal einmal wirklich, ich schicke euch ein WhatsApp-Bild. Ja, ihr müsst das sagen, ob das Pyramiden sind, eurer Meinung nach, sonst halt nicht. Ich kann das nämlich nicht beschreiben, ob das Pyramiden sind.
Das Ding habe ich, sowas habe ich im Sudan gefunden. Ich sehe auch gerade so ein Ding vor mir. Das sind halt so Tropfen. Es sind aber keine, also nicht diese Standardpyramide, aber ich weiß nicht, ab wann was ja, eine Pyramide rund. Ist. Nee, ich ja. würde sagen, tut mir leid, also eine Pyramide ist nicht Pyramide. Rund. Ja, dann habe ich das nicht. Ich habe hier gerade so ein kleines Ding gefunden, was tatsächlich. Ich habe auch ganz viele so. Ich habe auch ganz viele auch so eckige. Ja, sowas habe ich auch gefunden, aber es sind dann alles so. Die sahen halt pyramidisch aus, aber das waren dann so Ruinen, die halt nicht mehr nach Pyramide aussahen, aber es waren aber bestimmt früher eine Pyramide, aber das zählt ja dann nicht. Naja. Ich habe jetzt gedacht so an die Pyramiden von Gizeh. Ja. Und die ist halt irgendwo anders in kleiner, meinetwegen. Aber das war schwierig. Na gut, dann nicht. Dann habe ich es nicht. Okay. Eine Person, die angelt. Ja, gar ja, kein Problem. Das war ganz so easy. Okay, hab ich nicht. Okay. Gar kein Problem. Nicht nur eine, hunderte. Ja, okay, nicht schlecht. Ich war so am Strand und dann dachte ich mir so, cool, da ist eine Angel. Da guckst du da links, da steht da so eine ganze Horde und alle schmeißen die Angel so. Und dann so, nice, okay, geil. Einer von denen wird wohl als Angler identifiziert worden sein. Okay, sehr gut. Ein Kaktus. Das gibt's gar kein nicht. Problem. Es gibt nur in der Heimkultur des Menschen in Gärten, aber in der freien Wildbahn existiert ganz Gärten in Westsahara. Ja, in ganz Afrika gibt es keinen freien Kaktus. In einem Garten in Westsahara. Peter hat nämlich auch keinen. Nee, ich habe keinen. Ja. Gibt ja auch keinen. Wie willst du einen haben? Ja, ich habe eine McDonald's-Filiale, die habe ich. Die habe ich auch, das war gar in kein Problem. In den letzten 10 Sekunden habe ich die noch gefunden. In Johannesburg, das war echt nicht so einfach. Fand ich. Aber hasset. Ja. Ja, sehr gut. Okay, dann komme ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, auf 2. Ich habe 5. Ich habe 7. Nice, stark, Jay. Ja, okay. Damit hat Congratulations. Jay, ja, genau, Dankeschön. Uns fertig gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Jonathan. Dankeschön. Dankeschön. Du kennst dich von uns am besten in Afrika aus. Ja, ich hab manche Bilder gesehen, wo ich gesagt habe, alter Vater. Das ist kein Land für mich. Okay. Und das war mal wieder Kartenchaos. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.